Ein Hallo an die werte Zuhörerschaft und willkommen zum Let's Play vom Panzerkorps Der andere Weg. Vor uns befindlich ist die Übersicht der ersten Kampagne, Der andere Weg 1936 bis 37. Und ich habe es deswegen aufgerufen, weil wir jetzt vor der Wahl stehen. Wir befinden uns ja jetzt in Danzig, wir wissen, und werden höchstwahrscheinlich in diesem, spätestens im nächsten Zug, alle unsere strategisch wichtigen Ziele erreichen, damit das Szenario abschließen und können uns dann entscheiden, wo es weitergehen soll. Entweder geht es nach Stettin und Thurn oder nach Lemberg und Brest. Danach treffen wir uns in Bialystok wieder, rücken gegen Warschau vor, durch die Wachau und nach Pilsen und schließlich nach Prag. Aber erstmal sind wir an dieser Stelle und ich habe mir nochmal angeschaut, wo genau sich diese Städte befinden. Und Stettin ist eine Hafenstadt am Stettiner Haff gelegen, also hat eine direkte Verbindung zur Ostsee, ist wie eine Münde vorbei. Und Thorn liegt an der Weichsel, etwas mehr im Landesinneren, südlich von Danzig. Auf der anderen Seite haben wir Lemberg in der Ukraine gelegen, nahe der polnischen Grenze, und Brest, eine ehemalig stark befestigte Stadt, jetzt in Weißrussland. Auf gut Deutsch werden wir auf Entscheidung auf diesem Pfad uns mit den polnischen Streitkräften beschäftigen und bei der Entscheidung auf diesen Pfad wahrscheinlich mit sowjetischen Streitkräften. Das ist meine Vermutung. Deswegen ist die Entscheidung für mich relativ leicht gefallen, da ich weiß, dass wir natürlich in der Zukunft weniger mit den Polen zu tun haben werden, sondern höchstwahrscheinlich spätestens nach der Einnahme von Warschau die Konflikte mit diesem Staat abschließen zu unseren Gunsten, wenn wir dann gewinnen, werden wir jetzt nochmal über Stettin und Thurn gehen, das heißt definitiv gegen die Polen kämpfen, denn mit sowjetischen Streitkräften bekommen wir sicherlich auch in den anderen Kampagnen noch genug zu tun. Deswegen die Entscheidung. Außerdem finde ich es interessant, nochmal Seestreitkräfte einsetzen zu können, nicht nur unser Flussboot. Wie die Karte natürlich dann gestaltet ist, welchem Maßstab sie entspricht und inwieweit dann wirklich Seestreitkräfte von uns einsetzbar sind, das werden wir dann sehen. Auf jeden Fall wird das die Richtung sein. Ich hoffe, ich kann es dann in der Szenariobeschreibung auch erkennen, wo es lang gehen soll. Stettin und Thorn ist meine Wahl. Gut, damit gehen wir hier mal raus. Und wir befinden uns jetzt wieder auf der Karte vor Danzig. Als erstes möchte ich mal diese Nachschublaber ausladen, damit wir zumindest noch die Nachricht bekommen, was denn eigentlich passiert, wenn wir so etwas tun. Ja, hier ist ja auch die Nachrichten des ersten Armee, die Einheiten des ersten Armeekorps haben jetzt genug Nachschub erhalten, um offensiv gegen die polnischen Streitkräfte bei Danzig vorzugehen und haben sich in ihren Bereitstellungsräumen versammelt. Mit dem nächsten Zug stehen sie ihnen zur Verfügung. Gut. Das werden wir jetzt nicht mehr erleben. Natürlich könnte man sagen, wir warten noch so lange, gucken uns das noch an. Aber das habe ich nicht vor. Ein Szenario in die Länge zu ziehen, um zum Beispiel Prestige zu gewinnen, wenn man das pro Runde erhält oder ähnliches, das ist nicht meine Art. Und Ziele, die wir einnehmen könnten, gibt es nicht mehr. Es sind nur noch die beiden Felder, die wir besetzen wollen. Andere Felder bringen kein Prestige. Die Zerstörung von Einheiten bringt kein Prestige. Da sehe ich es gar nicht ein, hier noch länger zu warten. Also wir greifen jetzt aktiv an. Versuchen halt jetzt wirklich diese Felder hier frei zu kämpfen, zu besetzen und damit dann das Szenario zu unseren Gunsten abzuschließen. So, das zur Vorräte. Jetzt geht's richtig los. Wir werden jetzt mal hier unten aktiv werden, ein kleines Schöffchen ranziehen. Schön wehgetan. Das ist so eine Art Abwehrstellung, wenn die U-Boote nach Süden fahren. Dann können wir nochmal auf den Minenfelder einschlagen, auch wenn das jetzt wirklich keinen Sinn mehr gibt. Mit dem Eisenbahngeschütz können wir jetzt nach vorne fahren. Das ist eine feine Sache. Und greifen den Bunker aktiv an. Dann können wir mit unserem auch nochmal gegen den Bunker zuschlagen. Jetzt dürfte der auch unterdrückt sein. Unterdrückt 6 von 6. Das ist also nur noch das Flakgeschütz, dasjenige, was uns hier
Probleme bereitet, wenn wir mit Flugzeugen agieren wollen. Das werden wir jetzt auch noch unterdrücken. Und jetzt sollten wir flugzeugmäßig überhaupt gar keine Probleme mehr haben. Genau. Es sind einfach alle Einheiten unterdrückt. Das können wir hier schön draufhämmern. Endlich muss ich sagen, da haben wir wirklich lange drauf gewartet, dass das endlich mal möglich ist. Wir konnten sehr, sehr lange überhaupt nichts in dieser Form machen. Hier bleibe ich mal bei dem U-Boot. Das bietet sich so schön an. Es ist ein Genuss, muss ich wirklich sagen, sich hier so auszutoben, endlich mal wieder auszutoben. Und den Feind spüren zu lassen, was es bedeutet, wenn er die Luftherrschaft nicht hat. Sicherlich kein schönes Gefühl. Ja, und da konnten wir jetzt nochmal schön Verluste verursachen. Wir hatten ja nicht wirklich so oft die Chance, hier mit unseren Fliegern so zu agieren, wie wir es gerne gewollt hätten. Aber jetzt ist es halt gelungen, deswegen schön sage ich vor mir heran. Mach hier auch nochmal einen richtigen Hieb. Warum greife ich jetzt diese Einheit an, könnte man fragen. Na, ganz einfach. Falls wir dann noch einen Zug haben sollten, möchte ich nicht, dass die Einheit, die jetzt hier drin stehen, bekämpfen kann. Und das kann sie halt nicht, wenn sie so weit geschwächt ist. Das ist dann halt logischerweise nicht möglich. So. Ja, unsere Pioniere sollten jetzt also sowas von überhaupt gar keine Probleme mehr haben, jetzt hier aktiv zu werden. Hier nochmal einen Bunker aufgeklärt. Das ist immer so der große Nachteil. Wir haben wirklich Bunker, haben durch ihre Tarnfähigkeit sind die ziemlich hart und ziemlich schwer zu zerstören. Zieht sich zurück, sehr schön. Wird von uns vernichtet. Gibt man natürlich kein Prestige mehr aus, um hier irgendwas zu tun. Ich mache jetzt nochmal die Einfahrt hier komplett zu. Kommen die mit den U-Booten gar nicht mehr lang. Den Pionieren soll es beschieden sein, den Angriff zu führen. Auch wenn ich die jetzt gar nicht dafür gebraucht hätte. Ja, das hätten auch andere Streitkräfte machen können. Zerstören wir noch das Geschütz. Und jetzt besetzen wir mit unseren Pionieren den Flughafen. Hier führen wir jetzt nochmal einen Angriff, auch wenn das natürlich fragt, warum mache ich das? Ja, ganz einfach, damit die, wenn sie sich wehren, meine Pioniere nicht so sehr beschäftigen können. Aber es läuft, das könnt ihr ja erkennen, ziemlich gut. Die lassen mir alle stehen. Ach ja, ich habe natürlich jetzt witzig. Jetzt habe ich mir meine beweglichen Einheiten alle weggenommen, indem ich die Nachschub gegeben habe und bin gar nicht nach Danzig reingerückt. Das ist natürlich super. Also ja, groß rumgetönt, dass wir diese Runde abschließen werden und dann keine Einheit übrig behalten, die diese Besetzung durchführt. Lustig. Na gut, dann schauen wir noch einmal zu, wie die Polen sich mit den paar Einheiten hier unten noch wehren und dann rücken wir aber wirklich rein. Hat den Vorteil, dass wir zumindest erkennen, was das 1. Armeekorps uns hier drüben oder hier unten oder wo auch immer diese Streitkräfte denn auftauchen, zur Verfügung gestellt hätte, so wie wir es benötigen würden. Das finde ich jetzt echt witzig. Gut. Das Flussboot greift nochmal an. Fährt in den Hafen rein, klar. Und die U-Boote versuchen weiterhin unsere Minen zu zerstören, ziehen sich dann aber auch zurück, weil was soll's. Ah, diese Bunkerstellungen sind hart. Keine Frage. Hier passiert halt das. Wir haben den sehr geschwächt, der kann uns nicht mehr wirklich wehtun.
Die Artillerie hat nicht, hat keine Feuerkraft mehr mit ihrem einen Punkt. Können sich doch hoffentlich noch zurückziehen. Diese Schwadron. Pack versucht natürlich nochmal einen Angriff. Sie versuchen jetzt nochmal alles, was sie können, um die Eroberung von Danzig zu verhindern, aber das klappt natürlich nicht. Das ist aber jetzt wirklich die letzte Runde. 20. November, 8 Uhr, bewölktes Wetter. Und wir werden jetzt den Sieg davon tragen und können jetzt erstmals erblicken, was das 1. Armeekorps wirklich an Truppen zur Verfügung hat. Und das ist eine Menge. Also, wow, das ist natürlich heftigst, was hier an Einheiten zur Verfügung steht. Mein lieber Scholli, also mit den Truppen sollte wirklich jeder in der Lage sein, diese Stellung zu brechen. Klar, es gibt hier Engpässe. Beim Vorschuss über die Weichsel, diese Minenfelder hier drüben sind ein Problem, da kommt er nicht einfach so drüber. Außer es gefriert, dann kann man halt auch diesen Weg wählen, den ich auch gewählt habe. Aber ja, ich bin begeistert. Wir haben hier Brückenpioniere, die diese Brücken schlagen können, also den Angriff über diese Halbinsel gewährleisten. Wir haben hier 3x10 5er Artillerie, leichte Artillerie, die berühmte 8-8er Flak, mit der wir so gut klarkommen. Ja, 4x Infanterie, 2x Pioniere und 2x diese Elitejäger, die wir selbst auch benutzen. Dazu ein Aufklärer, der Panzer, gut, der spielt jetzt weniger eine Rolle, trotzdem Wahnsinn. Und im Süden geht's weiter, das war noch längst nicht alles. Auch hier nochmal Brückenpioniere, Panzeraufklärer, normale Pioniere, die Elitejäger, Artillerie, Flak etc. etc. Also das ist so heftig. Ihr könnt also durchaus die ursprünglich geplante Variante der Eroberung der Stadt nutzen und ja, das Ganze so angehen, dass ihr halt eure Flotte ein bisschen gefährdet, dadurch aber den Nachschub, den Durchbruch ermöglicht bis Königsberg und dann halt mit diesen sehr, sehr starken Kräften vorstoßt. Wenn man das schnell genug schafft, sagen wir mal 4-5 Runden schneller, dann hat man die natürlich auch eher zur Verfügung und dann kann man hier richtig Druck aufbauen. Ich habe es jetzt nicht benötigt und wie gesagt, fand meine Variante ganz genauso gut. Aber muss halt grinsen, wenn ich sehe, was hier an Truppen da steht. Tja, da fühlt man sich dann sehr, sehr überlegen plötzlich. Gut. Wir werden uns jetzt um den Rest kümmern, was hier noch an Feinden da ist. Nicht das Flussschiff, dachte ich zumindest. Vernichten das Flussschiff nicht, greifen sie auch mit unserem Jäger an. Vernichten es jetzt. Haben ja auch den Flughafen eingenommen, also das ist alles kein Problem. Können wir sie jetzt hier noch umbomben, so viel wie wir Lust haben. Auch wenn es keine Rolle mehr spielt. Aber jeder Angriff, den wir fliegen, gibt uns ja Erfahrung für unsere Flugzeuge. Und Erfahrung kann man gar nicht genug haben bei Flugzeugen, finde ich. Also dieses Eisenbahngeschütz ist wirklich eine tolle Sache. Auf dem Bild erkennt man ja, was das für ein Riesenklopper ist, für ein Riesengerät. Sehr lang. Sehr langes Geschützrohr, damit auch die Reichweite gerechtfertigt ist. Sehr starke Angriffswerte, munitionsmäßig, 7 Schuss finde ich schon ordentlich. Da gibt es nichts zu meckern. Schon fast automatisch sieht man die Truppen wieder so zurück, dass es funktioniert. Da kann ich irgendwie nicht aus meiner Haut, so ungefähr. Was können wir noch machen? Wir werden unseren Schiffen weiter zuschlagen. Nein, du warst jetzt nicht dran. Erstmal die Schiffe. Schiffsartillerie ist schon heftig. Die sorgt für große Löcher in den Feind rein. Also dieses Flugzeug hier. Dann flieg halt den Angriff. Jetzt flieg hier rüber. Und jetzt lass mich mal hier. So. Und jetzt können wir nochmal unsere eigenen Streitkräfte benutzen. Ich würde sagen, Soja zerstört. Nein, wir sollten nicht vorgehen. Dafür hatte ich nämlich genau die Einheit hier gedacht.
Richtung sorgen. Piniere. Ne, Moment, ich überlege es gerade. Wenn ich eine Einheit in eine Stadt ziehe, eine feindliche, gibt ihnen das Erfahrung? Die haben jetzt Erfahrung von 162. Wenn ich die jetzt nach Danzig ziehe, haben sie immer noch 162. Das wird auch nicht irgendwo hier. Gibt es keine Erwähnung, dass wir eine Stadt besetzt haben oder irgend sowas. Na gut. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall die Ziele erreicht. Ja, alle vier sind besetzt. Marienburg ebenso. Die Festung Westerplatte ist ausgeschaltet. Der Nachschub ist da. Nicht alles all gemacht, was wir machen sollten. Werden wir wahrscheinlich nicht mehr entdecken hier oben, die U-Boote des Gegners. Nee. Ist aber auch nicht mehr wichtig. Wie gesagt, wir haben ja alles erreicht, was wir erreichen wollten. Jetzt könnte man die welche mal ein bisschen wegziehen und ich schieße auch noch mal mit der Artillerie so jeden Punkt mitnehmen an Erfahrung, die man noch irgendwie kriegen kann. Aber es gibt halt jetzt nicht wirklich was dafür. Also die hier waren wirklich, wirklich hartnäckig. Die 25. Infanterie der Polen, die hat hier lange, lange durchgehalten. Die haben wir einfach nicht weggekriegt von dort. So, wir machen hier so einen kleinen Schutzkorridor, könnte man das nennen. Hier ringsrum. Dass hier keiner mehr reinziehen kann von Feinden. Sozusagen jetzt unsere Position gesichert ist. Und ich wollte noch irgendwas schauen. Was war denn das? Bevor wir jetzt wirklich das Szenario beenden. Ach ja, genau. Es ging darum, dass wir der Infanterie, das hat man ja vorher schon angedeutet, eine Bezeichnung geben. Ganze Zeit haben wir es nicht gemacht. Die hießen einfach nur 13. und 14. und 11. und 12. und so weiter und so fort. Wie die hier, 826. Einheit. Pff, das ist natürlich kein toller Name. Das hier ist zum Beispiel 8. Armeekorps, 7. Pionierbataillon, Bat L abgekürzt, 5. Pionierbataillon, dann werden wir das so ähnlich machen. Dann werden wir die jetzt bezeichnen. Dafür muss ich aber trotzdem nochmal nachschauen, mit welcher Tastenkombination das funktionierte. Tastaturbefehle, Einheitensteuerung, versorgen, ersetzen, auflösen. Umbenennen. Alt und N. Gut. Wie Naming vielleicht, ja. Deswegen. Alt. Und N. Ah ja. Gut, das waren die Jäger. Die wollten wir nicht. Wo sind die Pioniere? Da. Alt und N. Oh, jetzt müssen wir nochmal nachgucken. Wie hieß denn überhaupt der Held? Bernd Lang. Also ist das das Pionierbataillon Bernd Lang. Mal sehen, wie viel. Ist aber auch mal gut hier. Darf ich jetzt endlich? Ja. Also, Pionier. Bad Bernd Lang. Wunderbar. Damit haben sie ihren Namen, wobei ich von der Abkürzung, ich glaube, Pio Bad reicht völlig. Da haben wir noch ein bisschen Platz. Ich weiß nicht, wie viel hier man wirklich an Oh, man kann sogar ja, diese Anführungszeichen geben. Wie viele Buchstaben man hier wirklich benutzen kann. Können ja mal testen. Oh, doch, doch, doch. Relativ lang. Also man kriegt hier auch lange Namen von Einheitshelden hin. Oder wenn man die vielleicht nach einem Ort oder so benennen will, geht das auch. Aber das ist erstmal jetzt das Pionierbataillon Bernd Lang. Das gefällt mir gut. Wenn es zu viel in der Bezeichnung ist, haben wir auch den Nachteil, dass es hier drüben dann irgendwann zu voll wird und dass nicht richtig alles angezeigt werden kann in diesem kleinen Feld. Ich denke mal, so passt das. Gut, damit schließen wir das Ganze jetzt ab. Kommt nochmal das U-Boot raus. Und auch das zweite. Und da haben wir den glorreichen Sieg errungen, um den es uns ja ging. Fortfahren. Gratulation, van Wandenberg. Sie haben einen vollen Erfolg erzielen können. Ostpreußen ist nicht länger vom Reich abgeschnitten. Die Reste der polnischen Marine flüchtet in neutrale schwedische Gewässer, wo sie interniert werden. Und auch unsere Regierung kann sich gratulieren.
Litwinow hat das Angebot eines Militärpaktes mitgebracht. Stalin schlägt vor, an der Seite des Deutschen Reiches in den Kampf gegen Polen, allerdings ausdrücklich nicht gegen die CSSR, einzutreten. Unter Zusicherung einer gemeinsamen deutsch-russischen Grenzziehung auf dem Stand vom Juli 1914 nach Beendigung des Kampfes. Die deutsche Regierung ist auf dieses Angebot eingegangen. Innerhalb von 2 Wochen kann mit einem Eingreifen unserer neuen Verbündeten gerechnet werden. Sie von Wandenberg haben die Möglichkeit, für einige Wochen nach Russland zu gehen, um unsere neuen Verbündeten als Militärberater zu unterstützen. Sie können alternativ aber auch auf ihrem jetzigen Posten verbleiben und die kommenden Kämpfe in Westpreußen leiten. Und jetzt wird es schon wieder interessant, denn wir kämpfen nicht gegen Russland, sondern wir kämpfen, wie das ja auch im Zweiten Weltkrieg war, mit Russland. Und ich vermute, dass wenn wir mit den Russen kämpfen, wir die Chance haben, dort eine seltene Einheit abzustauben, als Belohnung für unsere Militärberatung, wäre eine Variante. Das ist die Wahl, die wir haben. Russland ohne Bodenkerntruppen, also faktisch nur die Flugzeuge, oder Westpreußen. Wir hatten ja gesagt, wir bleiben in Westpreußen, fahren fort. Und dann geht es auch weiter. 4. Dezember 1936. Das Bündnis zwischen der Sowjetunion und uns hat bei der polnischen Regierung einen gehörigen Schock ausgelöst. Die bereits geschwundene Siegeszuversicht ist in deren Lagern nun völlig in Resignation umgeschlagen. Im polnischen Oberkommando sieht man aber noch Chancen, trotz dieser zusätzlichen Bedrohung den Konflikt mit dem Reich zu gewinnen. Allerdings muss man dazu schnell und entschlossen handeln. Hierzu hat man in den letzten Tagen alle noch verfügbaren Offensivkräfte im Raum Posen vereinigt. Der polnische Plan sieht vor, durch den halb ausgebauten deutschen Ostwall bis Küstrin an die Oder vorzustoßen, dann nach Norden zu drehen und Stettin einzunehmen. Auf diese Weise hofft man, den genannten nordostdeutschen Flügel abzuschneiden und das Deutsche Reich zu einem Waffenstillstand zu zwingen, bevor ein russischer Angriff Wirkung erzielen kann. Von den genauen Absichten der polnischen Seite ahnte man in unseren Reihen noch nichts, doch waren unsere Aufklärung die Truppenverschiebung nicht gänzlich verborgen geblieben. Als in den heutigen Morgenstunden der massive polnische Angriff nordwestlich von Posen begann, ist man dennoch im OKW geschockt. Sie von Wandenberg erhalten jetzt die Order, mit ihren Verbänden in südwestliche Richtung den polnischen Hauptvorstoß zum Stillstand zu bringen, bevor die Unterstützungstruppen aufgerieben werden und der Gegner Stettin erreicht. Sollte dies gelingen, ist auch ein Gegenangriff auf Posen ins Auge zu fassen und die Bedrohung in diesem Gebiet vollständig zu bannen. Ja, wunderbar. Dann dürfte das wahrscheinlich Stettin sein, mit so einer schönen alten Holzbrücke, hier so schöne Türmchen, gefällt mir wieder gut. Ehrwürdige Stadt. Und unsere Aufgabe ist es, Minimum 5 Ziele zu halten, beziehungsweise für den glorreichen Sieg alle Primärziele einzunehmen und zu halten und 6 der 9 Garnisonseinheiten vor der Aufreibung zu bewahren. Das ist immer schwierig, finde ich, wenn man Truppen erhalten muss, die in einer gefährlichen Position sind, weil mit ein bisschen Kriegspech werden die zerstört, bevor man überhaupt dort ankommen könnte. Na, schauen wir mal. Die Polen sind natürlich die Angreifer, logischerweise. Man kann es an diesem roten Pfeil erkennen. Wir verteidigen uns. Klar. Es ist klares Wetter, gefrorener Boden. 4. Dezember, 8 Uhr. Und wir haben 30 Runden Zeit. Das ist ja mal eine Ansage. Tja, schauen wir mal auf die Übersichtskarte. Diesmal wieder eine große Karte, wo richtig viel passieren kann. Und wir haben auch den ganzen Verlauf der Oder hier abgebietet, bis oben hier zum Stettiner Haff, was ihr gesagt habt, bis aufs Meer hoch. Na gut, der Stettiner Haff ist hier und hier oben kommt dann, also so hoch komme ich mit der Maus nicht, würde dann erst die Ostsee kommen. Nichtsdestotrotz sind hier ein paar Befestigungsanlagen von uns erkennbar und auch Truppen erkennbar und wir könnten dann unsere eigenen Truppen, jetzt kann man schon wieder schlecht erkennen, unsere Eigentruppen könnten wir wo aufstellen? Wo sind die Aufstellungsfelder? Bin ich blind? Kann ich es nicht erkennen? Sind die gar nicht hier? Ach, hier oben. Okay, kann ich natürlich lange suchen. Ha, lustig. Also wir stoßen von hier oben, von, naja, logisch eigentlich. Ja, wir kommen ja von Danzig, also greifen wir von hier oben an. Können damit diesen rechten Flügel der polnischen Streitkräfte aufhalten, eindrücken, im Idealfall rumswitchen, hier halten. Grober Plan, ohne dass ich irgendwas gesehen habe.
hier oben so einen sichelförmigen Angriff führen. Ob das möglich ist, das werden wir dann sehen. Die Verteidigungsstellungen sind ganz gut ausgebaut. Es gibt die üblichen MG-Nester, Feldbefestigungen, verschanzte Infanterieeinheiten mit einem Panzerzug. Hier sind sogar richtige Festungswerke in Küstrin. Flakdeckung ist hervorragend. Und hier sind halt Minenfelder und ein paar Panzerwerke. Die Polen selbst sind diesmal wahrscheinlich mit starken beweglichen Einheiten auch vor Ort. Insbesondere Panzer, leichte Panzer. Das sind ja eigentlich auch noch leicht, die Mikros, aber halt schon ein bisschen besser als die kleinen TKS-Aufklärer. Hier oben noch mehr davon. Also in hoher Zahl bewegliche Einheiten, natürlich auch die übliche Kavallerie. Und da die Flüsse ja gefroren sind, lassen die sich auch von nichts aufhalten. Also es geht jetzt nicht, wir haben also nicht den Schutz, den seitlichen Schutz durch diese Flüsse, sondern wir müssen jetzt damit leben, dass sie wirklich an jedem Punkt zuschlagen können. Das hier oben wird wahrscheinlich das erste sein, was wir so ziemlich verlieren, weil eine leichte Pack und eine leichte Garnison können die Schneidemühle und diese Flughafen kaum verteidigen. Wir dürfen diesmal alle Einheiten aufstellen, 18, und hier steht 18 plus 1. Ich habe ja gelernt, dass unsere Jägerinfanterie nicht dazu zählt, also die geht immer, unsere 18 Grundeinheiten plus die Jägerinfanterie, also alles, was wir haben, dürfen wir auch zum Einsatz bringen. Das ist natürlich löblich. Und ihr seht natürlich, dass durch dieses letzte Szenario unsere Flieger einiges an Erfahrung gewonnen haben, dass unser Geschütz hier aus dem Einsatz war, einiges an Erfahrung gewonnen hat und auch unsere Pioniere nochmal zulegen konnten. Schöne Sache das. An dieser Stelle mache ich jetzt aber wirklich einen Break. Mit diesem Szenario beschäftigen wir uns dann im nächsten Video, in der nächsten Staffel, die ich aufnehme. Das waren jetzt, glaube ich, wieder 4, die ich aufgenommen habe am Stück. Die lasse ich jetzt erstmal, die veröffentliche ich jetzt erstmal nacheinander und dann gehen wir in das nächste Szenario, in das 7. hinein. Ich bin gespannt, was ihr von Danzig gehalten habt, wie ihr das Neue, die neue Herausforderung findet und freue mich mit euch darüber zu diskutieren. Bis dahin also, macht's gut!